Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Wildlands. So, ja, die sind immer noch da. Und die werden auch wahrscheinlich nicht mehr weggehen. Dann gehen wir mal runter, raus. Und oh. Von wegen hat er mich gesehen. Gut, dann warte. Gehen wir wieder hoch und werfen dann doch eine Handgranate runter. Ich meine, wird zwar einen mächtigen Bums geben. Granate fliegt. Aber sauber, ist alle in Ordnung? Gut. Ist das wegen dem Auto? Oh, das brennt jetzt heftig. Upsi. Sorry. Sorry, also wieder das gleiche Problem wie häufig. Man zeigt nicht mit dem Finger auf andere Leute. Das ist unhöflich. Aufpassen, Gegner im Bereich. Ja, ich weiß. Genau, ich habe wieder vergessen, vom Stream runter zu wieder hochzuschalten, also auf die 1080p hochzuschalten. Und hatte es noch auf den 720. Es tut mir so leid. Also jetzt habe ich natürlich auf 1080p hochgeschalten. Hey, wir haben einen Narko mit MP. Dicht bei der Kippe. Aber das nervt schon immer. Vor allen Dingen, wenn man gerade irgendwie auf Vorrat. Spielt. Oder also, ja. Ihr wisst schon, auf Vorrat aufnimmt. Und ja. Dann stellt man nach 3 oder 4 Aufnahmen fest, dass dass man auf niedriger Auflösung aufnimmt. Das ist schon immer nervig. So, durchsuchen Sie das Haus. Das hatten wir. Und wo geht's da rein? Und wie soll ich jetzt an dem vorbei? Da kann ich doch nie und nimmer vorbei. Was soll ich nehmen? Ist Alarm gesichert. Okay, alles ist gut. Keiner da. Durchsuch das Haus. Vielleicht ist hier irgendwas. Hockt einfach in so ein Labo und das war's. Warum sollte man hier schlafen? Ist doch voll Kacke.
Was sollen wir hier finden? Vielleicht hier Telefon? Nee. Es leuchtet so, deswegen dachte ich, das wäre vielleicht irgendwas. So, dann suchen wir mal ein Laptop oder so. Telefon? Nee. Irgendwas in der Küche. Oh, so ein Tisch. Also, Billard hätte ich auch gern. Okay, fettes Steak. Wo soll denn da was sein? Das Haus ist leer. Wir sollten hier mal was durchsuchen. Das sagt los. Aber wo soll da was sein? Ich sehe da nichts. Ah, hier. Das ist ein Tresor. Oder? Ja. Aber das ist anscheinend nicht interessant. Und was ist dann interessant? So, es ist interessant, wie er schläft, aber hier ist doch der Computer. Position eines Instituts für Chemie, das vom Kartell betrieben wird. Scheinbar bildet der Buchon selbst die Studenten aus. Sehen wir uns das an. Gut, sehen wir uns das mal an. Und erstmal raus hier. So. Gut, voll unauffällig. Alles. Das war von Anfang bis Ende voll, voll erfolgreich und geplant und so ein Quatsch. Da oben. Wichtige Aufklärungsdaten. Okay. Dann holen wir uns noch die Kingslayer-Datei. Und dann gehen wir nach oben. So. Das mit den Snipern auf den Sniper-Nest ist so richtig nervig, weil wenn man das Geländer trifft, dann hat man dann trifft man den nicht, beziehungsweise man durchschlägt das Geländer nicht, weil das irgendwie Gussstahl ist oder so, keine Ahnung. Und, naja. Entschuldigung. Wieso schaut er nach hinten? Also, ich meine, eulenmäßig nach hinten. Simon Bolivia ist die Hauptfigur in den Befreiungskriegen Lateinamerikas gegen die spanische Krone. Er war das Kind einer wohlhabenden Familie, das stark von
Aufklärung und französischer Revolution beeinflusst wurde. Nach seiner militärischen Ausbildung bekämpfte er die Spanier und ihre Verbündeten mehr als 2 Jahrzehnte lang und befreite nach und nach das heutige Kolumbien, Venezuela, Ecuador, Peru und Bolivien, welches nach ihm benannt wurde. Er starb 1830, ohne dass es ihm gelang, die politische Einheit Lateinamerikas zu wahren. Krass. Also ein krasser Stratege auf jeden Fall. Aber ja. Ja, viele, die so gut strategisch unterwegs waren, haben am Ende das gesehen, was aus ihrem Vermächtnis geworden ist. Ja. Willst du den Ort nach Informationen absuchen? Anscheinend ja. Aha. Wo sind Waffen, Baby? Von den Waffen in... Das ist hier die Bank und ich gehe einfach rein und schaue. Gut. Langer Lauf für Schrotgewehr brauche ich nicht. Sturmgewehr. Magazin. Das ist auch gut. Zuerst da, dann da. Magazin groß für Sturm. Also groß 50. Also wahrscheinlich für die ganz großen Women. Schrotgewehr. AK-47. Das ist mal eine Ansage. Gut. Ja, für ein Schrotgewehr brauchen wir das echt nicht. So. So, jetzt bin ich gleich da. Und dann, ja, holen wir uns die Info und danach ist erstmal Schluss. Für heute wieder. Mal schauen, ob wir da kämpfen müssen. Natürlich müssen wir da kämpfen. Aber naja, das ist ja... Achtung, Feindpräsenz. Alter, hier ist ein Scharfschütze. Beim Helipad. Da. Passt auf, die haben eine Alarmsicherung. Das heißt, sie sehr aufpassen. Puh, die Arschlöcher haben einen Mörser. Alter, was sind denn das für welche? Voll ausgerüstet hier. Ziel gesichtet. Okay. Gut. Vorpfosten. Wer hat Lust, einen Heli zu klauen? Der da ist randvoll mit Zeug, das die Rebellen brauchen. Also los!
Da ist ein Sicario mit einer Minigun am Eingang zum Lager. Ja. Ja, wieso ist das hier so komisch? Es ist voll neblig hier. Man erkennt fast nichts. Ich verstehe es nicht, aber okay. Gut. Wie ist der da hochgekommen? Komm schon, Jorge, mal ehrlich. Mein Vater macht schon seit fast 15 Jahren mit dir Geschäfte. 20 Jahre, als Senor Bayardo in die Via B-Gasförderung investierte. 20 Jahre! Und nun muss ich hören, dass du es nicht für ein paar Tage nach Agua Verde schaffst? Was soll das? Oye, Carcita, jeder weiß, was in Agua Verde vorgeht. Das Kartell, die Partys, die Mädchen, das Kokain. Du kennst meine Position. Ich bin der Chef der Raffinerie hier in Libertad. Ich muss den Schein wahren. Jorge, ich hatte solche Hoffnung in dich. Du solltest Hauptredner für die Konferenz die besten Arbeitsplätze in Bolivien werden. Ich habe dir sogar die Präsidenten-Suite in Paraíso Agua Verde gebucht. Natürlich mit allem, was dazugehört. Du verstehst, was ich meine. Carcita, ich bin sprachlos. Ich glaube, ich kann nicht. Weißt du was? Warum fragen wir nicht El Sueño? Ich glaube, er hat viele überzeugende Gründe, warum du wirklich kommen solltest. Espere, warte, ese cuate Carcita. Ich sehe in den Kalender, da wurde doch tatsächlich ein Meeting gecancelt. Ich müsste noch Zeit haben, vorbeizukommen. Müsste? Ich habe Zeit. Ich bin da. Du kannst auf mich zählen. Exzellent. Wir sehen uns, Jorge. Und pass in der Zwischenzeit gut auf dich auf, ja? Komm schon, Jorge. Wow. Die werden dich sehen, Vector. Die sehen ein bisschen nervös aus. Der Leutnant flieht. ¿Qué chingados está pasando? ¿Dónde están los cañones? Tenemos a estos pendejos de frente. Hat er jetzt einfach den Hubschrauber genommen? Lustig. Die kommen auf uns zu. Ach. Wieso kann das nicht mal einfach laufen? Schieße! Verdammt, die Rebellen müssen wohl eine Weile ohne auskommen. Das war der letzte Alarm. Aus der Luft kriegen die keine Verstärkung mehr. Reicht mir, jetzt gehe ich Rambo-Style. Entdeckung. Also, die haben mich zweimal getroffen und schon bin ich halt tot. So, ich erquere das. Meine Güte. Wow. Die Datei scheint die Routen für die Chemielieferung zu enthalten. Damit sollten wir den Konvoi aufspüren und ausschalten können. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen... Mehr Ziele für dich. Mehr Ziele für mich, ja. Immer optimistisch bleiben. Zurück mit dir, zurück mit dir. Granate kommt. Komme mir, der Culeros.
Upsi. Was war das denn jetzt? Das war seltsam. Okay. Halte durch, ich bin auf dem Weg. Scharfschütze, Mann, das merke ich morgen früh noch. Ja, für so ein Duell? So, ja, die Rebellen, die greifen an, das kann uns egal. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und wir... Ja, was macht ihr denn? Hä? Wo seid ihr denn? Was machst du denn da? Komm mit. Wir gehen jetzt, wir verziehen uns. Gut, dann, ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Auch wenn es sehr seltsam war. Und, genau. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Macht's gut, bye bye. Meine Seite ist sauber.